In diesem Video zeige ich dir die drei häufigsten Fehler, wie Hobbygolfer ihr Chippen zerstören. Also bleib dran, wir starten jetzt. Es ist März 2020 und wir haben leider eine schlimme Krise, wie ihr alle mitbekommen habt. Wir sind alle isoliert, können maximal in unsere Gärten raus, um ein paar Schläge zu machen. Und ich habe trotzdem beschlossen, dass ich meinen YouTube-Kanal in dieser Zeit weiterführen werde und werde aus dem Garten filmen. Damit du trotzdem ein persönliches Feedback bekommst zu deinem Spiel, habe ich nun die Möglichkeit eröffnet, dass man ein einmonatiges Online-Coaching-Paket bei mir buchen kann. Dieses Coaching-Paket beinhaltet einen intensiven Austausch über Video- und Textnachrichten mit mir persönlich. Und hier unten in der Beschreibung findest du den Link dazu und ich hoffe, dass du die Chance wahrnimmst, an deinem Spiel mit mir zu arbeiten. Kommen wir zum ersten häufigen Fehler, den man beim Chippen machen kann, um sein Chippen so richtig zu zerstören. Und zwar, du hast sicher schon gehört, man soll ja sein Gewicht am linken Fuß haben und den Schaft nach links neigen. Nur leider schaut es dann bei den meisten Hobbygolfern dann so aus, dass sie eben das Becken dann weit nach links schieben, die Wirbelsäule kippt nach rechts weg und sie schieben den Schaft exzessiv weit nach links. Und das Problem an dieser Stellung ist, dass man hier Probleme bekommt mit dem sogenannten Eintreffswinkel. Das heißt, man wird beginnen, den Ball viel zu flach zu attackieren und man kommt eher fast in eine Aufwärtsbewegung durch diese Haltung. Auch wenn man so steht, und du schaust jetzt von dieser Seite an, hat man die Möglichkeit, eigentlich gar nicht den Schläger auf der richtigen Schwungbank zu schwingen und der Schläger wird viel zu viel auf die Innenseite wegschwingen. Und das ist eben etwas, was ich immer wieder bei meinem Unterricht sehe. So, wie macht man das richtig? Wie gesagt, das Problem hier ist die sogenannte übertriebene Rechtsseitneigung. Was heißt das? Ich zeige das ganz kurz vor anhand eines Flugzeugs. Ich bin jetzt ein Flugzeug und wenn ich jetzt nach rechts neige, dann ist das eine Rechtsneigung im Oberkörper hier, wohlgemerkt. Und wenn ich das mache, ist es eine Linksneigung. Und die Sache ist die, wenn ich jetzt meinen Griff einnehme, sprich die rechte Hand ist tiefer als die linke, dann stehe ich ja von Haus aus schon in einer leichten Rechtsneigung. Schiebe ich jetzt noch meine Hüften nach links, komme ich in eine exzessive Rechtsseitneigung und jetzt bin ich eben in einem Setup, das zwar gut gemeint ist, aber leider wirklich sehr, sehr schlecht ist für dein Chippen. Was ist die Korrektur? Die Korrektur ist diese. Stehe ich am besten mal hin und mache eine Linksseitneigung, so wie ich, bleib so, greif dann den Schläger und dann gehe in dein Setup. Und da wirst du sehen, auch obwohl ich das Gefühl habe, dass ich links tiefer bin als rechts, wirst du jetzt sehen in der Kamera, dass ich nicht einmal gerade bin mit den Schultern. Sogar die rechte Seite ist immer noch tiefer. Aber es kann, wie gesagt, ruhig das Gefühl sein, dass die linke Schulter wesentlich tiefer ist als die rechte. Und so bekomme ich mein Gewicht auch auf dem linken Fuß. Und so sind dann auch bessere Eintreffwinkel gewährleistet, weil jetzt kann ich den Schläger steiler wegschwingen. Du siehst es auch von dieser Richtung hier, dass ich jetzt den Schläger wesentlich neutraler wegschwingen kann und nicht mehr hier hinten rein. Und habe hiermit jetzt die beste Wahrscheinlichkeit, einen Chip gut zu treffen. So, kommen wir zu einem zweiten häufigen Grund, wie man sein Spiel beim Chippen zerstört. Und zwar bei diesem Fehler hier ist es so, wenn man jetzt einmal, sag mal, ein gutes Setup hat, ja, dann kann es immer noch passieren, dass man während des Schwungs beginnt, mit dem Gewicht oder mit dem Körper nach rechts zurückzufallen. Beziehungsweise, dass man überhaupt schon im Aufschwung bereits nach rechts geht. Ja, und du solltest verstehen, bei Chips ist es so, dass die besten Golfer der Welt nicht nur auf derselben Stelle bleiben, nein, sie gehen sogar während des gesamten Aufschwungs schon nach links. Und die meisten Hobbygolfer tun das eben nicht, sie bleiben zu gerade oder die allermeisten gehen dann eigentlich tatsächlich nach rechts. Und das löst dann immer wieder das Problem aus, dass man dann beginnt, vor den Boden reinzuhauen, so wie ich jetzt, und dass man keine regelmäßigen guten Kontakte erzeugen kann. Ich habe dir vorher erklärt, dass der Eintreffwinkel wichtig ist. Man muss den Ball ein bisschen mehr in der Abwärtsbewegung treffen. Und dazu gehört es eben auch, dass der Körper eine Portion links ist. Ich habe eine
nette Übung, wie du das trainieren kannst. Und zwar, ich habe hier so einen Alignment-Stick hier in den Boden gesteckt. Das kann man ja wundervoll machen im Garten. Und was ich jetzt mache, ist, ich lege einen Ball drunter und ich schaue mir das Ganze an, jetzt hier, als ob ich eine Kamera hätte und kann sehen zwischen mir und Ball diesen Stab. Und wenn ich jetzt aufschwinge, möchte ich eigentlich es so verändern, dass ich den Stab mehr von dieser Seite anschaue. Was ich nicht möchte, ist, dass ich auf einmal im Aufschwung den Stab von dieser Seite sehe. Also ich mache mir quasi ein Bild geistig, schwinge auf und wenn irgendwas passiert, dann möchte ich eher den Stab nachher von der linken Seite anschauen. Das heißt, ich mache jetzt meinen Aufschwung und ich kann jetzt den Stab eher von links sehen. Und wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann sehe ich eben den Stab von der rechten Seite und das ist ein Zeichen dafür, dass ich mit dem Körper nach rechts gewandert bin. Also man kann das ein bisschen übertreiben, vielleicht sogar am Anfang, und wirklich schauen, dass man wirklich mal von der anderen Seite den Stab sieht und dann versuchen, den Ball zu treffen. Mit der Zeit wirst du ein Gefühl dafür bekommen, wie viel das sein muss, weil wenn das zu viel ist, ist natürlich auch nichts. Aber wie gesagt, die meisten Golfer haben eher das Problem, dass sie zu weit auf der rechten Seite sind. So kommen wir zum dritten Fehler, den Hobbygolfer häufig beim Chippen machen, um ihr Chippen zu zerstören. Und zwar, wenn Sie beim Abschwung sind, dann passiert es sehr, sehr häufig, dass dieser Golfer mit einer frühzeitigen Streckung des rechten Handgelenks beginnen, also so Richtung Palmar, also in diese Richtung hier. Und das schaut dann so aus, dass dann eben der Schläger so kommt. Das nennt man dann auch ganz hübsch Löffeln. Und wenn man das eben macht, dann passiert es oft, dass der Radius zu groß wird und dann haut man vor den Boden rein und man schlägt dann so fette Bälle. Oder man merkt es dann mit der Zeit, dass man eben fette Bälle schlägt, also zu früh im Boden kommt und beginnt dann die Arme einzuziehen und dann macht man Tops. Und das führt zu großen Katastrophen. Ja, und das machen ja die meisten nicht absichtlich, sondern es ist ja irgendwie so ein Reflex, der passiert. Und ich möchte dir zwei Ansätze geben, wie du das verbessern kannst. Die erste Übung, die ich dir dazu geben möchte, ist das folgende. Und zwar, ich möchte, dass du den Griff machst, aber nicht normal greifst, sondern die rechte Hand über die linke Hand drüber gibst hier. Ja? Das heißt, du hast eine große, massive Faust. Damit ist dieses Kraftpaar zwischen den Händen, das dir entsteht, quasi auf ein Minimum reduziert. Und du bekommst überhaupt mal ein Gefühl dafür, wie es sich anfühlt, wenn dieses frühzeitige Zuschlagen eben nicht passiert. Ja, und da kann man ruhig mal so ein paar Bälle schlagen im Garten und dann merkt man, aha, so fühlt sich das anfühlen. Und schon langsam kann man dann beginnen, eben vielleicht einen Finger dann auf den Griff zu geben, dann einen zweiten Finger, dann einen dritten Finger und dann ist man eigentlich eh schon dort, wo man sein möchte. Aber wie gesagt, das ist eine gute Übung, damit du lernst, diese rechte Hand hier zu entschleunigen. Das Zweite, was du verstehen musst, ist, wenn du nicht eine gewisse vertikale Bodenkraft beim Chip hast, sprich, du nicht aufstehst, dich vom Boden ein klein wenig abdrückst, und mit der Betonung auf ein klein wenig, dann wirst du auch in Gefahr laufen, dass du eben mit dem rechten Handgelenk zuschlagst. Du musst dir das so vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt kurz aufstehen würdest, so in diese Richtung hier, dann siehst du, dass auf einmal das ganze System sich straff zieht. Und wenn ich das eben nicht mache und ich schwinge nur so, dann kann es eben passieren sehr schnell, dass das eben hier durchgeht und dann bekommt man eben diese Probleme. Aber wenn ich jetzt hier kurz im Treffmoment beginne, ein wenig aufzustehen, ein wenig gegen den Boden zu drücken und mich aufzurichten, dann wirst du merken, dass das Handgelenk stabiler wird, man ruhiger wird und bessere Schläge machen kann. Das heißt, die Idee ist es, wenn du ungefähr hier bist, circa hier bist, also unmittelbar vom Ball, dass du nicht unten bleibst mit dem Körper, sondern beginnst ein wenig dich aufzurichten. Und das schaut dann so aus ungefähr. Das kannst du am Anfang ein bisschen übertreiben, mal versuchen, wie es dir gefällt. Auch mal ohne Ball ruhig mal machen. Ja. Dann muss es nicht so super aggressiv sein, wie ich es dir jetzt gerade eben vorgezeigt habe. Es kann auch ein bisschen weniger sein. Du versuchst immer dieselbe Stelle am Boden zu treffen. Und dann, wenn du ein Gefühl dafür hast, dann kannst du das eben auch mit einem Golfball sicher super umsetzen. Und hier oben kannst du noch ein weiteres Video sehen mit Übungen für den Golfschwung zu Hause. Also ich hoffe, wir sehen uns dann gleich auf der anderen Seite drüben. Tschüss!